Mein Name ist Katrin Hammes, ich arbeite beim Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz-Saar und ich bin heute hier in Oberwesel auf dem Rescheider Hof. In der Regel ist es so, dass die Kälber relativ schnell nach der Geburt von dem Muttertier getrennt werden und dann in einem Kälber-Iglu aufgezogen werden. Auf diesem Hof hier wird das ein bisschen anders gemacht und wo der Unterschied liegt und was das genau ist, das System der kuhgebundenen Kälberhaltung, das erklärt uns heute Manuela. Ich bewirtschafte mit meinem Mann seit 30 Jahren den Hof hier als Naturlandbetrieb. Kuhgebundene Kälberaufzucht, was ist das denn genau, Manuela? Und es gibt ja viele verschiedene Arten der kuhgebundenen Aufzucht. Und eine Muttergebundene ist bei unserem Stallsystem nicht möglich. Und deshalb haben wir uns entschlossen, das Ammengebunden zu machen. Wir lassen die Kälber 1 bis 2 Tage bei den Müttern. Und wenn dann die nächste Kuh gekalbt hat, dann führen wir die zusammen. Und dann entscheiden wir, wer von beiden Kühen quasi die Kälber ernährt und wer in Gänsefüßchen arbeiten geht, also wieder gemolken wird. Die Kälber bleiben 90 Tage bei den Müttern und dann werden die abgesetzt. Die Kühe gehen nach dem Absetzen zurück in die Herde. Was passiert dann mit den Kühen? Also manche Kühe geben nicht gleich die Milch, weil die sind ja jetzt das Geben der Milch völlig anders gewohnt, nämlich über den ganzen Tag verteilt, immer mal wieder und eben nicht zweimal am Tag. Aber wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass innerhalb von einer Woche sich das geregelt hat und die dann auch wieder ganz normal freudig zum Melken kommen und die Milch auch geben, also nicht zurückhalten. Es gab auch mal Fälle, wo die Kühe mit erhöhtem Zellgehalt nach der Ammenzeit zurückkamen. Aber das konnten wir auch lösen. Was eventuell auch passieren kann, wenn die Kuh doch noch relativ viel Milch hat, dass die auch vielleicht so eine Woche lang über den Tag immer mal tröpfeln. Aber das gibt sich dann auch. Dann gliedern die sich da wieder ganz normal in die Herde ein. Ihr habt jetzt hier einen super Strohbereich für eure Tiere. Kannst du uns ein bisschen was zum Aufbau des Stalles sagen und wo da die Besonderheiten liegen? Wir haben gar nichts neu gebaut, sondern wir haben einfach unsere vorhandenen Ställe genutzt. Der Bereich, den können wir in 7 verschiedene Gruppen quasi einteilen. Zu Anfang hatten wir einfach 2 oder 3 Ammengruppen. Seit einem halben Jahr haben wir jetzt sowohl hier am Anfang von unserem Stallbereich einen Kälberschlupf. Das heißt, nur die Kälber können hier reingehen und die können aber auch, wann immer sie wollen, in den Bereich zu den Kühen. Und wir haben erstaunt festgestellt, dass die Kälber sehr oft diesen Kälberschlupfbereich nutzen, also indem sie einfach nur mit ihren Kälberfreunden und Freundinnen liegen und gar nicht einen ganzen Tag bei den Ammen oder Müttern verbringen. Selber haben wir am Ende des Stalls auch gemacht. Wir haben also vorne und hinten einen Schlupf und wir können diese 4 Parzellen in der Mitte, je nach der Ammengröße, nach hinten oder nach vorne verschieben. Ihr bietet den Tieren schon Futter mit an. Kannst du mir dazu ein bisschen was erklären? Wir haben festgestellt, dass die sehr schnell den älteren Kälbern alles nachmachen und natürlich ihren Müttern. Also die fressen sehr, sehr früh mit. Die trinken auch sehr früh schon Wasser. Das möchte man ja eigentlich auch. Jetzt stehen wir hier vor der Absetzbox. Kannst du mir ein bisschen was zu der Rasse erzählen und was eure Besonderheiten bei der Vermarktung der Kälber sind? Grundsätzlich haben wir 3 Deckbullen. Also wir besamen überhaupt nicht günstig. Wir haben einen Angusbullen, einen Fleckviehbullen, also Milchfleckviehbullen und eben einen Wagyu-Bullen. Wagyus, das ist eine japanische Fleischrasse. Das Fleisch ist deutlich durchmaserter als bei den anderen Rassen. Wir haben eine Kooperation mit einem Naturlandbetrieb im Taunus, der das schon länger macht. Wir ziehen alle Kälber, also die weiblichen und die männlichen, an den Ammen auf und behalten die dann noch einmal mindestens einen Monat nach dem Absetzen. Und dann gehen die an diesen Betrieb, der die dann weitermästet und dann vermarktet. Dann bedanke ich mich für diese wunderbare, sehr interessante Betriebsrundführung. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.